Juhu, wir haben einen Auftrag für morgen. Und zwar hier bei einem Koga Miata Roadchamp ist das Hinterrad zertreten worden, beziehungsweise ein Speiche gerissen. Also ist ganz krumm. Die müssen wir richten, ausbauen, zentrieren. Und wie das passiert, zeige euch dann in einem, also jetzt gleich im Anschluss natürlich, aber das machen wir eben morgen. Also ist heute gekommen und morgen mache ich das. Jetzt müssen wir gleich wieder los, die Kinder abholen. Dann nehmen wir kurz auf den Spielplatz. Genau, die Begeisterung ist grenzenlos. Das kennen wir. Ja, unser kleiner Wohnungssitzer. Ja, schaut euch mal das Wetter an. Das geht ja auch nicht anders. Wir müssen auf den Spielplatz. Einfach auf den Spielplatz. Ja, das wird ganz toll werden für dich. So, auf alle Fälle machen wir das morgen. Heute, wie gesagt, nur Spielplatz-Session noch angesagt. Ist ja gut, jetzt treffen die Blitze ihres Zornes. Ja. Die muss raus, die ist zu viel drin. Das geht nicht. Die würde sich einigeln. Hätten wir jetzt hier eine große Hütte, Dann sehen wir die Wahl nicht mehr. würden wir die ja nicht sehen. Die würde sich einigeln in ihr Ding und Türe zu, permanent, und das war's. Gut, wir sehen uns gleich, also morgen, bis dann, ciao. Schicken wir was da rum. Bei Gelegenheit. Okay. So, wo sind wir denn? Also hier sind wir. Was haben wir hier für ein Rad? Dieses Rad haben wir. Das ist ein Miata. Da steht Miata. Miata, ein Koga Miata. Und zwar gucken wir jetzt dieses Rad jetzt mal an, ich und Anouk. Und dann schauen wir mal gemeinsam, wo der Defekt liegt, ob Anouk das erkennt. Anouk erkennt es bestimmt, auf alle Fälle bin ich der Meinung. So, dann hängen wir das gute Stück mal hier ein. So, dann schau es dir mal an. Kann hier doch rausfallen. Ob ich kann nicht da so rausfallen? Nee, das ist festgeschraubt. Okay. Das ist es nicht. Die Pedalen gehen nicht. Der Raum hier ist. Die Kette. Das drehen wir weiter. Schleift irgendwo. Ja, dann guckt da mal genau wo und warum. Aber es klemmt mit Treten. Hier. Da. Also, was ist mit dem Rad? Es schleift. Guck mal von hinten. Sattel, das ist locker. Ist eine 8 drin. Das ist verbogen, ne? Und zwar hier. Die Speiche ist tot. Die Speiche ist tot. Ganz genau. Also, hier bei dem Rad haben wir das Problem. Die Speiche ist tot. Die Speiche ist gerissen. Hier. Und wir haben eine 8. Und dadurch resultierend haben wir eine 8. Und es schleift einmal hier oben an der Bremse natürlich. Einmal da unten am Rahmen natürlich. Das müssen wir jetzt reparieren. Wie machen wir das? Wir holen das Rad. Richtig, wir holen das Rad raus. Dazu brauchen wir einen 15er Inbus. Eine 15er Maus. Achso, das ist was anderes. Eine 5 mm Inbus. Willst du das öffnen? Ja, okay. So rum oder so? So rum. Ja. Dann hältst du das Rad fest mit einer Hand. Das Rad. Achso. Das ist nicht aus hier, an der Stelle. Genau. Damit es nicht nach vorne ausrutscht. Oh, genau, in die richtige Richtung. In die richtige Richtung gedreht. Hast du fantastisch gemacht. Oh, ich halte hier fest. Du drehst, drehst, drehst. Und stopp. Werkzeug beiseite legen. Immer noch festhalten. Und jetzt raus damit. Mit dem anderen Hand dahin. Genau. Genau. Die Kette ab. Geh ruhig noch einen Schritt rum. Du hast kurze Arme.
Und du hast das Hinterrad ausgebaut. Du hast erfolgreich ein Hinterrad ausgebaut. Fantastisch. Tada! Ich klappe dir mal hier die hoch. Ah ja. So reingestopft. Jetzt müssen wir, um die Speiche rauszukriegen, was müssen wir machen? Diesen Dings da, dieses, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Erstmal den Reifen runternehmen. Ja. Also Ventil aufdrehen. Mach mal, halt mal fest. Das Ventil drehst du auf. Das drehst du drehst auch noch auf. Und jetzt drücken. Bis die Luft raus ist. Das ist ja Fischstäbchen. Ja, Fischstäbchen. Alle. Alle, alle. Dann die Rennmutter lösen. Ja. Das ist immer doof, weil die da ganz. Die ist fest, oder? Oh, kriegt man ab. Anouk repariert das ganz alleine. Ab. Und Anouk hat so lange Haare mittlerweile, dass man ihr fürs Arbeiten. Pferdeschwanz oder Dutt? Pferdeschwanz wenigstens machen muss. Okay. Na, sag mal, noch einmal. Und jetzt müssen wir den Reifen abziehen. Genau. Bitte? Mach das immer noch bis zu. Ja, das macht man selber. Ich wollte ja nicht wehtun. Ja, hast du den? Auch so einen Schlauch? Reifen und Schlauch müssen runter, genau. Ventil reinstecken. Dann gegenüber vom Ventil fangen wir an, indem wir dieses Hebeding. Genau. Und richtig. Jetzt einhaken. Genau, und den kannst du hier festhalten. Okay, dann rufen wir das andere Teil. Achso. Nee. Den wieder von oben. Achso. Und so. Zwei. Und wieder. Nicht so weit weg. Nee. Jetzt kannst du schon, glaube mit den Händen, der kann raus, den kannst du wegpacken und jetzt kann man den Reifen mit den Händen immer so nach unten drücken. Nee, den hier, den nimmst du den Rand, drückst den runter, drückst den runter, immer so weiter. Bis du quasi einmal rum bist, dann kannst du den Schlauch entnehmen. Fertig. Und damit fängst du gegenüber vom Ventil an. Gegenüber das Ventil, gegenüber. Genau, dann nimmst du den Schlauch, greifst du dir. Nee. In die Richtung ist viel leichter. In die Richtung und reingreifen. Nein, den Schlauch. Und zieh raus. Genau. Jawohl. Der Schlauch ist nicht kaputt, den brauchen wir noch, also machen nicht kaputt. Also den kann man jetzt nicht gleich wegwerfen, sozusagen, den brauchen wir ja noch. So, und jetzt? Reifen? Hm? Jetzt den Rest vom Schlauch raushängen. Perfekt, hier hinhängen. Einfach da drüber. Und der Reifen auch ab? Und jetzt kommt der Reifen runter. Leicht annehmen, runter, perfekt. Auch darüber. Jetzt kommt das Felgenband ab. Dazu brauchen wir irgendeine Zange, oder? Nein, dazu brauchen wir diesen. Nein, ich. Schraubenzieher. Ja. Dann gehen wir hier oben in das Loch rein. Das muss ich auch den Leuten zeigen. Also hier oben in das Loch gehen wir rein.
Der sitzt nämlich sehr eng. Was ist jetzt kaputt? Da machen wir neu drauf. Halten hier fest. Gehen dann hier drunter. Und so ziehen wir das ab. Zü. Schön festhalten, nicht durch die Hände gleiten lassen, weil es, sonst könnte man sich schneiden. Also man muss es richtig festhalten und richtig ziehen. Hat nicht geschnitten? Nein, das hättest du gemerkt. Das tut weh. Okay. So, das Felgenband können wir sogar noch mal nehmen, das ist noch in Ordnung. So, dann schauen wir, wo ist die alte Speiche? Hier. Da. Die müssen wir enttäddern. Da muss die hier raus. Da. Oh, so leicht geht das? Ist das Wachs, was da ist? Nee, das ist ein altes Felgenband. So eins? Hm, was aber nicht sehr dicht ist, nicht sehr gut hält. Schade, sie hier in den Müll? Die müssen, brauchen wir jetzt erstmal zum Ausmessen. Also wir haben die alte Speiche entfernt. Hier, das ist sie. Und jetzt müssen wir die Speiche ausmessen. Du schraubst mal diesen Nippel hier ab. Der kann weg. Und ich bin gleich mit dem Speichenmessapparillo zurück. Das hier ist ein Felgendingsgerät. Dieses Teil ist zum Speichenlängen ausmessen. Da hat man hier oben ein Loch. Was soll da rein? In dieses Loch hängt man, sofern noch vorhanden, diesen Bogen. Den hängt man da rein. Dann hält man es fest und liest hier unten die Speichenlänge ab. Da steht. Oh, da steht 300. Da steht 300, ganz genau. Das sind 300 mm. Ach, mit 300 so. Mm Speiche. Jetzt kann sie weg. Meter. 300 mm. Hier. Achso, nee, brauchen wir bildet nicht mehr. Ich hole eine 300 mm Speiche. Die und den Nippel. Genau, den Nippel. Den Nippel kannst du erstmal hier oben hinlegen. Müssen wir jetzt die Speiche hier einfädeln? Wo? Da, wo die alte Speiche drin war. Das Problem ist natürlich, hier ist ja noch ein Zahnkranz drauf. Und wir können ja nicht durch den Zahnkranz durch die Speiche einfädeln, also müssen wir diesen Zahnkranz entfernen. Dieser Zahnkranz ist gesperrt mit einem Verschlussring. Und einem Mutter. Ja, ist dieser Verschlussring sozusagen. Nur der Verschlussring hier außen. Den müssen wir lösen. Wie? Also brauchen wir eine Kettenpeitsche, die den Zahnkranz hält, und eine Zange, um diesen Verschlussring zu lösen. Ich nehme die Kettenpeitsche. Das haben wir beide hier. Das muss der Papa machen. Vielleicht ein bisschen, aber du guckst zu. Das ist wichtig. Ah, ja, ruhig. Das zieht mir so ja meine Schürze an, weil ich habe heute nämlich ja nicht Arbeitsklamotten an. Was für eine Schürze? Arbeitsschürze. Ach so, ist die nicht zum Schmieden? Nee, zum Schmieden brauchst du eine Lederschürze. Das ist keine Lederschürze. Das ist eine Backschürze. Das ist eine Backschürze, ganz genau. Ich werde heute noch backen. Und morgen werde ich Bratkartoffeln machen. Bratkartoffeln. Diese? So, Schürze, da kann man die nämlich hier anlehnen. Und so. Schaut mal, da habe ich sofort hier die schwarzen Striemen dran. So, jetzt brauchen wir eine Kettenpeitsche. Nee. Die Zange für den Verschlussring wäre diese hier. Die Hose an. Ja, mit diese. Das ist für den Verschlussring, weil die hat, guck, die beiden Kerben. Die kann man denn hier so wunderbar da rein. Ja? Die Kettenpeitsche bzw. Kettenkranzhalter ist, nehme ich mal den Piranha hier. Für mich ist das ein Wahl. Achso, der hält es jetzt fest. Genau. Oh, das ist aber nicht sehr fest gewesen. Da ihr seht, offen ist es. Eine Verschwörung. Offen. Also den brauchen wir. Den brauchen wir natürlich. Nein,
So, und jetzt kommt mein Töchterchen zum Einsatz. Ich? Die du wärst, ja. Denn wir benötigen die Speiche. Die muss da oben drin. Komisches Felgenband, das gefällt mir. Ja, wo denn? Wo ist das Loch? Da ist das Loch. Erstmal ist hier das Loch. Da muss er durch. Gut, was denn musst du durch? Das hier? Oh, da ist ja noch Systemlaufrad, sehe ich gerade. Was heißt das? Die kommen alle von innen. Alle Speichenköpfe sind von innen. Siehst du, da sind die Speichenköpfe drin. Alle, da. Normalerweise geht eine Speicher eins innen, eins außen, eins innen, eins außen. Hier kommen sie alle von innen. Also musst du von unten durch das Loch durchfädeln. Auch hier oder nur da? Ja, nur da. Hätte. Du darfst nicht so schräg, darf das nicht sein. Schon so gerade wie möglich. Da ist der Speichenkopf noch drin, oder? Ja. Na, dann drücken raus. Von oben einmal gegen drücken. Von oben. Meine Güte. Geht nicht? Ist eingerostet. Halleluja! So, jetzt nochmal. Durch das kleine Dreieck da unten durch. Ganz gerade oben durch. Und da. Jawohl. Dankeschön. Und jetzt? Wo geht sie hin? Das Speichenloch da. Und wo muss sie lang? Guck mal, wie die anderen laufen. Hier. Drüber, drunter? Über die Speiche oder unter die Speiche? Unter die Speiche. Richtig. Also muss man sie leicht biegen. Und da durch. Zack. So. Jetzt brauchen wir den Nippel. Jetzt setzt den Nippel auf. Drin. Braucht einen Schlitz. Jetzt wird der Nippel aufgesetzt und vorgedreht. Fest oder? Fest. Okay. Okay, reicht schon erstmal. Den Rest machen wir dann mit dem Speichenschlüssel. Legt ihr hin. Jetzt brauchen wir einen Speichenschlüssel, wie gesagt. Und in die Richtung weiter drehen. Ja, die Richtung. Ganz weg. Das kann ja oft knackt. Und jetzt hoffen wir mal. Nee. Jetzt brauchen wir erstmal die Kette, also dieses die Zentrierlehre. Kann ich gar nicht. Denn wir müssen gucken, ob das jetzt gerade läuft. Also wahrscheinlich läuft es noch nicht ganz gerade, aber da müssen wir eben noch ein bisschen nachzentrieren. Am besten man markiert sich diese Speiche, die man hier eingesetzt hat, weil nach 3-4 Umdrehungen sehen alle Speichen gleich aus. Also nehmt ein Edding, macht einfach hier einen Strich, hier einen Strich. Ganz wichtig für sowas. Edding. Hier kannst du vorne reinpacken. Und ich hole die Zentrierlehre. Nicht Weihnachten. Die Zentrierlehre, so sieht sie aus. Die kleine Version, die gibt es auch in natürlich groß. Zehnfach so teuer. Aber mir hat die immer gereicht. Bisher. Okay. Bei den Standardlaufrädern reicht die kleine. Ja. Ich
drehe. Ich drehe. Okay, dreh mal. Naja. Hat's eine 8? Noch ja, aber nicht so schlimm wie vorher. Schon wesentlich besser. Auch nicht so lange. Da, wo sie anschlägt, auf der Seite ist der Schlag. Auf der Seite. Und auf der Gegenseite muss man natürlich dann ein bisschen zentrieren. Tatsächlich haben wir schon viel zu weit gezogen, viel zu fest. Ach, hier seht ihr gar nichts hier. Seht ihr sowieso nicht, weil das Ding im Weg steht. Ach, sieht alles furchtbar. Naja, also so im Detail zeige ich es ja eh nicht in hochauflösend und so weiter. Aber schaut mal hier. Zack. Da geben wir ihm einfach ein bisschen Luft. Das Ding ist sowieso ganz schön verbeult hier. Meine Fresse. So, jetzt kommt als nächster Schritt wieder das Felgenband drauf. Anouk, machst du das? Genau, wir suchen uns das Ventilloch. Legen es aufeinander. Zur Not stecken wir noch mal rein. Zumindest wenn ihr als Kinder das machen solltet. Sehr gut, Anouk. Wunderbar. Eingefädelt. Jetzt kommt der Reifen. Richtig. Da bitte Laufrichtung machen. Ja. Antriebsseite so jetzt nach vorne. Der Reifen hat die Laufrichtung. Also reinstellen. Erste Seite rauf. Zack. Jetzt machst du den Schlauch. Anouk setzt den Schlauch ein. Genau, von der offenen Seite natürlich. Einsetzen. Ich krieg den nicht so. Einfach drüber ziehen. Einfach drüber. Du musst da nicht reingreifen. Doch. Klemmst dir doch die Finger. Das geht aber nicht. Einfach rüberziehen. So. Und jetzt gerade in den Schlauch einlegen. Alles richtig, alles gut. Den Reifen rein. Ne, jetzt fangen wir am Ventil an. Jetzt wieder? Mhm. Wir stecken das Ventil rein. Okay. Immer weg vom Körper. So. Okay. Ja, reinstecken? Guck mal zu. Du steckst es rein. Mit dem anderen Daumen drückst du die Seite rein. Mit dem Daumen drückst du dabei die Seite rein. Und dann gehst du mit beiden so rum. Okay. Das ist der schwierigste Schritt. Okay. Genau, da und da. Genau. Und jetzt beide Seiten. Und jetzt kannst du loslassen mit Ventil. Genau. Und beide Seiten gleichzeitig. Nicht so weit hier. Da. So. Da. Runterdrücken, runterdrücken, runterdrücken. Jetzt bekommt der ganz schwierige Teil, weil du erst immer den Schlauch rein muss. Der darf nirgendwo dazwischen sein. Ja? Mhm. Und los.
Los, mach dich lang. Los, ich helfe dir. Mama, das tut weh. Ja, Übung. Macht der Meister. Und das hast du sehr gut geschafft. Der Zahnkranz. Der muss natürlich rauf. Also, machen wir das. Zuerst die Spacer. Zahnkranz mit Mini-Spacer. Verschlussring, aber richtig rum. Und dann die Zange, ne? Ganz schön gebastelt. Jetzt brauchen wir nichts zum Halten. Weil der Freilauf selbst hält. Wunderbar, fest. Jetzt wieder einbauen. Nein. Erstmal, soll ich das mal machen, wegen der Kette? Okay. So ein bisschen hoch für Anouk, das ist ja Augenhöhe bei Anouk hier. Jetzt hier quasi oben eingespannt. Nicht ganz, ja. Also zuerst die Kette auflegen. Dann die Kette vorne auflegen. Dann das Laufrad einsetzen. Da brauchen wir den 5 mm Endmuss. Und Schrauben fest. Gut ansetzen, gerade. Schön gerade ansetzen. Okay. Zeig mal. Denk dran, hast du sehr viel Gewalt mit. Ja, das reicht dicke. Und schon schleift es nicht mehr. Jetzt müssen wir nur noch aufpumpen. Und dann sind wir fertig. Die steht, glaube ich, vorne. Oder hier? Nee, die wir brauchen, steht vorne. Ist der Schlauch nämlich wesentlich länger als bei dem anderen. Okay, wie viel muss rein? Das wirst du nicht ganz schaffen. Ich habe 5. Minimum. Bin auf 2. Das ist schon gut bei der Pumpe. Schon mehr als du wiegst. Mehr. Check. Gucken, ob der richtig liegt. Dass bei so einem kleinen Reifen so viel reinpasst. Naja, ist ja nicht viel. Hast du? Erstmal zuschrauben. Da muss man vorsichtig sein, nicht dass man drückt. Genau. Aber fest zu muss es sein. Denn diese Rändelmutter hier unten festschrauben. Ja. Und die Kappe ruf. Genau. Jetzt müssen wir nur die Nummer anrufen. Von dem College. So, das war die kleine Reparatur. Hinterrad. Wenn das Hinterrad krumm ist, kann es durchaus daran liegen, dass ein Speiche gerissen ist. Das war die Reparatur. Anouk hat mir geholfen. Anouk weiß jetzt auch, wie es geht. Ne? Das schreibt sie nachher alles nochmal auf. Das wird dann ihre Aufgabe sein. Für heute werken. Das war die Werkenstunde für Anouk. Homeschooling. Mal anders. Schritt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Kann man ja kurz mal aufschreiben, ist auch nicht schlecht und so. Ein bisschen Bildung, nicht verkehrt. Ja, auch im handwerklichen Bereich ist das ja nie sehen. Freut mich. Wunderbar.
Gut. Damit verabschieden wir uns hier aus dem Keller und sagen mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.